Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Kilton vor der Arena von Kate, der Wassertrainerin. Und ja, hallo erstmal auch zurück natürlich zu Pokémon Schild. Und da ist wieder Balduin. Gib mir einen Pokéball, Digi. Ich bin's, Balduin. Sehe ich da eine Angel? Ein passionierter Angler wird diesen Ball zu schätzen wissen. Hier, nimm. Ein Köderball. Sehr gut. Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon zu fangen, die an einer Angel hängen. Genau. Mit einem Köderball gehen dir Pokémon, die du geangelt hast, leicht ins Netz. Ein absolutes Muss für Liebhaber von Wasser-Pokémon. Schon faszinierend, was so alles in einem Pokémon steckt, oder? Ich möchte mal wissen, wie du ohne Kostüm ausschaust, Balduin. Ich glaube, das richtige Timing ist für deine Maximierung entscheidend. Wenn Kate sie einsetzt, sollte man sich überlegen, mit welchem Pokémon man die Attacken ihres Dynamax-Pokémon abfängt. Jo. Kate ist stark. In dieser Stärke liegt ihre Schönheit. Ein Arena-Challenger. Sensekt. Ist sie auch wieder da? Du musst gegen Kate gewinnen, hörst du? Versprich mir das. Oh, wir haben einen Fan. Sie ist ja... Stimmt, sie ist mit dem Sensekt weitergereist. Sehr nice. Warum müssen wir unbedingt ein Rätsel lösen, um gegen die Arena-Eiderin kämpfen zu dürfen? Schätze, als Pokémon-Trainer muss man auch außerhalb eines Kampfes Köpfchen beweisen. Oh ja. So. Sehr schön. Genau, da ist ein Shop da. Wir sind aber recht voll. Ab geht's. Hallo Arena-Challenger. Möchtest du dich jetzt an unserer Arena-Mission versuchen? Ist sicher das. Darf ich dich dann zuerst bitten, deine Uniform anzuziehen? Die Umkleide ist gleich da drüben. Okay. Oh, die Uniform steht dir ausgezeichnet. Dann mal auf mit dir zur Arena-Mission. Übrigens kannst du während der Mission nicht auf deine Pokémon-Boxen zurückgreifen. Ja, ich habe mein Team schon vorab ausgewählt. Der Starter würde euch vielleicht ein bisschen überraschen. Also nicht mein Starter-Pokémon, sondern das Anfangs-Pokémon. Aber ich will einfach mal was ausprobieren. Vielleicht klappt's ja. Schau mal, das ist der er hier. Stuart, glaube ich, hieß er. Cooles Rätsel. Ich glaube, ich weiß schon, was ich machen muss. Ich denke, uns wird es auch gleich erklärt. Bei der Arena-Mission des Kilton Stadiums musst du den Weg durch dieses beeindruckende Wasserlabyrinth finden. Wie du siehst, werden einige der Wege durch Wasserfälle blockiert. Du fragst dich sicher, wie du die bloß überwinden kannst. Wenn du dort drüben auf den roten Schalter drückst, findest du das sicher schnell heraus. Damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Es kann losgehen. Danke, Stuart. Der schaut ein bisschen aus, muss man ehrlich sagen, wie John Cleese aus von Monty Python. Ja, so, hallöchen. Willkommen im Kilton Stadium. Bereit für eine nasse Abkühlung? Gleich prasseln Wasserattacken auf dich ein. Und ich bin dagegen gerüstet, weil ich habe 4 Pokémon dagegen halten können. Die Barbara. Babsi. Schalkwab. Oh, süß. Okay, jetzt sieht sie aus. Sie ist ein Toxel. Level 21 gegen Level 18 passt schon. Wangenrubbler. Lebensschuss. Au, das könnte. Ah, statt doppelte Effektivität. Oh, Toxel, sorry. Verdammt. Gut. Das war blöd. Dann probieren wir jetzt mal Voldi aus mit seinem Magneten. Verdammt. Ich gewusst hätte, dass der Lebensschelle drauf hat. Okay, Funkensprung, Voldi, komm. Wieder Hall. Warum hat... Da war die Barbara gar nicht so schlecht, ne? Was genau ist unser Toxel drauf hat. Ich merke gerade den Namen Toxel, ne? Toxic und Elektrik. Passt eigentlich. Kamerabs und Voldi sind drin. Wir kommen im Level. Hä? Mein Schallkopf und ich sind wohl die, die in diesem Kampf baden gegangen sind. Ich werde trotzdem, wenn es geht, mit Toxel den Kampf starten. Toxel ja einmal heilen, bitte. So, mal schauen. Top-Beleber, nee, der ist... So, noch einen Trank. Genau. Unser kleinen Toxel. So, hier kann man nichts machen, heißt... Roter Schalter aktivieren. Und jetzt hier noch den gelben.
schon. Haben wir den Weg hier erstmal frei. Die Nummer rot. Zack. Auf zur zweiten Trainerin. Komm her, Sweetheart. Ah, schaut schon cool aus. Es reflektiert auch hier und da das Wasser. Nice. Von da unten sieht man es ganz cool. Schaut schon cool aus. Mit den Knöpfen kannst du das Wasser stoppen, aber du musst dir dabei auch über die richtige Reihenfolge Gedanken machen. Man sieht hier unten sogar so einen Hallenboden. Och, nice. Ja, das ist schon geil. Claudia. Gravi, okay. Ein Pokémon aus der Kanto-Region, erste Generation. Nie trainiert, nie einen Kingler gehabt. Irgendwann mal. Komm, Toxel. Das setzt Härten ein. Das ist in Ordnung, Gravi. Zwangrubler, mein Süßer. Das ist paralysiert. Nice. Jetzt Säure. Oh, wie süß es ausschaut. Ordentlich Damage. Also das nochmal Härten ein von mir aus. Das wird nochmal eine Säure gut reichen. Klar, ich hätte Toxel den Magneten auch geben können, aber... Nee. Toxel ist da, dass hier ein bisschen Kampferfahrung sammelt. Krebskorps, Pokémon wechseln. Jetzt ein Unlichtwasser-Pokémon, ne? Ne, komm, Kotomi. Mach du mal. Krebskorps ist der Krebs aus der dritten Generation, genau. Krebutak heißt da, glaube ich, die Weiterentwicklung, genau. Krebskorps. Habe ich leider auch nie gehabt. Leider, also wenn ich mal Let's Play irgendwie mache zur dritten Generation, kann ich mir vorstellen, dass das in mein Team kommt. Glückstrahl. Den Kotomi. Kotomi ist echt stärker geworden, ne? Durch die Entwicklung, aber gut, ist ja der Vorteil davon. Ich sehe gerade, das Rasierblatt von Kotomi hat teilweise auch so Kerne, die mitfliegen. Cool. Claudia wurde besiegt. Ich hätte mir mehr Gedanken über die richtige Reihenfolge meiner Attacken machen sollen. Hättest du vielleicht, ja. So. Das Rest hier lösen wir auch noch schnell. Sehr gut. Jetzt kommen wir hier entlang. Da müssen wir hin. Da brauchen wir erst einen blauen Schalter. Der ist hier drüben. Mal gucken, wo denn jetzt die Trainerin ist. Da, okay. Toxel hat nicht wirklich verloren. Nur wir haben es nicht wirklich Leben verloren. Lohnt sich also nicht. Na komm her, dann kann man in Ruhe Rätsel lösen. Huch, du hast bis hier geschafft. Jetzt wirst du auch noch gegen mich kämpfen. Oh ja. Friederike! Remoraid. Oh, ich glaube, kein allzu starkes Wasser-Pokémon. Aber der zweiten Generation. Glubstreit. Schauen wir mal, wie stark das ist. Au. Ordentlich. Zumindest der Wangenrubbler. Das ist paralysiert. Ich wechsle jetzt aber aus. Das Gymsticks, damit du auch mal ein bisschen Hallenluft schnupperst. Wir haben unsere vier Pokémon, die gegen Kate eingesetzt werden, schon mal ein bisschen Chlorgeruch in der Nase und wissen ganz genau, was abgeht. Oh, hier könnte es natürlich auch mehr Wasser sein. Auf jeden Fall. Setz mal Rasierblatt ein. Ja, guck, bei Gymsticks liegen keine Teile mit rum. Gerade aufgepasst. Sehr gut. Toxleiter 19. Kamehaps. Wollen wir wechseln? Ne, wir bleiben dabei mal. Kamehaps habe ich jetzt auch was mitgenommen, damit es nochmal ein Level kriegt und so's. Ich glaube, Level 24 oder so entwickelt sich und ich will es irgendwann mal haben. Weil irgendwann wird man auch den Feuertypen mal haben. Als Gegner und damit Kamehaps.
soll immer schon sehr interessant sein für uns. Ja, Kiradan Level 21, genau. Bei deiner Stärke ist es kein Wunder, dass meine Pokémon und ich verlieren. Schauen wir alle ganz gut aus, die Mädels hier. Ja, sind schon trainiert. So, einen blauen Schalter müssen wir. Gehen wir jetzt hier einfach mal ganz simpel den roten. Schauen wir mal, was passiert. Okay, jetzt ist da aber was. Oh, was haben wir hier unten noch? Gelben Schalter. Ah, okay, ich hab's gerade. Verstanden, was hier abgeht. Ich muss den gelben aktivieren. Jetzt mal hier einschalten. Den roten, dann den gelben und dann dürfte man durch sein. Also schwer finde ich die Rätsel bis jetzt noch nicht. Genau, jetzt den gelben. Ja. Jetzt muss ich gerade überlegen, ne, was wir machen. Haben wir es jetzt dann? Warte mal. Ah, warte mal, da ist ja auch noch ein Weg, ne? Ja, okay, jetzt haben wir es. Den Weg durch die Mitte, sehr schön. Ist hier unten eigentlich irgendwas? Ne, okay, sehr gut, haben wir es doch. Dann würde ich sagen, heilen wir schnell alle Pokémon nochmal. Pokémon heilen, jo. Da dürfte dann. Ach, wir haben einen Trank und eine Sinelbeere, sollte reichen. Wo ich Toxel wahrscheinlich nicht einsetzen werde, weil zu schwach. So, jetzt einfach bloß noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Aber ihr kriegt einen Trank noch drauf. Einfach jetzt die Haupt-Pokémon nicht einsetzen will. So, jetzt einfach mal fit sein. Was ich eigentlich über das Item-Menü mache, keine Ahnung. Kotomi lasse ich sogar mal. Das ist mit dem nicht notwendig. Genau, mit Kotomi werde ich jetzt auch mal noch liegen. Weil die so ein bisschen ein Backup. Weil natürlich jetzt Jim Sticks hier, wenn es geht, alles regeln soll. Mit der Dynamaximierung wurde ihm in der ersten Arena verwehrt. Aber da hat es auch wenig Sinn gemacht. Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen, sehr schön. Ja, sehr cool. Reinga! Los, Kate, lass kämpfen! Willkommen, Arena Challenger! So sieht man sich wieder. Tut mir leid, dass du mich vorne extra suchen musstest. Meine Mission hast du ja ruckzuck bestanden, wie ich sehe. Sie ist nicht gerade leicht, also musst du ein ziemlich helles Köpfchen sein. Ja, sieht meine Hand in Haaren, ne? Ist ein bisschen blond. Vielleicht erwitzig war es. Aber wirst du auch schlau genug sein, gegen die Flut meiner Angriffe anzukommen? Sieht aber so gut aus, das Mädel. Kate, vor dich heraus. Goldini. Okay. Das ist Kotomi. Drei Pokémon diesmal. Okay. Nichtsdestotrotz Rasierblatt. Das ist die Hornattacke. Ein normaler Angriff. Der Wolflaum wirkt sehr schön. Also dafür brauche ich einfach Baumwollsaat nicht wirklich. Das ist eigentlich schwachsinnig mit der Fähigkeit. Sie geht halt gut ab. Sehr gut. Goldini ist da. Level 21 für Kotomi, sehr gut. Kikuda.
Ne, lass mal. Kotomi drinne. Ah, das, genau, das ist der Barsch. Oder der Barracuda, was auch immer das sein soll. Der Fischer, den ich gemeint habe vorhin. Beziehungsweise, ne, letzte Folge habe ich das gemeint. Genau, letzte Folge. Für mich ist es vorhin, für euch ist es gestern. Letzte Folge, ein Biss. Das Rasierblatt. Ordentlich. Mit 23. Ah, jetzt sind wir sogar als erstes dran. Nice. Volltreffer. Ja, der Balduin da hinten im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Da sieht man gerade. So, Erfahrungspunkt erhalten. Sehr gut. Kamalm setzt so ein. Pokémon wechseln. Ja, Kamalm, die Weiterentwicklung von Kamehubs. Jetzt ist Chimpsticks dran. Los, Chimpsticks. Kamalm, ein Wassergesteins-Pokémon. Ein Pokémon habe ich noch. Das Beste kommt zum Schluss. Ah, ich will auch ein Kamalm. Zumindest Level 24 ist soweit. Jetzt geht's Publikum voll ab. Dynamax. Und dann Dynaflora. Ah, der Gesang. Ist schon geil. Sag, was du willst. Chimpsticks. Endlich kannst du dich deiner maximieren. 106 KP. Eieieiei. Gute Steuerung. Ich glaube 70. Fall wird das Stadion immer mehr. Fall wird das Stadion immer mehr. Jetzt so gesagt. Jetzt kommt da Dynamax Kamalm. Alter, riesen Dino, Digga. Schutsch. Auch ordentlich KP dazu. Aber es hat einen klaren Typenvorteil. Deiner Flora. Alter. Ordentlich. Dichtes Gras schießt aus dem Boden. Das macht deiner Angriff. Ist das eine normale Attacke oder ist das deiner Angriff? Aua. Initiative sinkt. Und wir kriegen beide durch einer Flora ein paar KP zurück. Und gut, deine Angriffe sind wirklich normale Attacken. Das ist nochmal deiner Angriff ein. Das sollte ich aber locker überstehen. Das wird ein bisschen knapp, aber. So, das war's. Rudi. Wieder am Pilz geschnüffelt, hä? Oh ja. Warum explodiert das Ding? Alter, Toxin Level up, Kame Hubsen Level up, Chimpsticks Level up. 853. Digga. Du kannst halt echt durch die Dynamax-Dinger gut leveln. Abschlag probiert es zu erlernen, unser Chimpsticks. Schauen wir mal, was ist Abschlag nochmal für eine Attacke? Schlägt das Item des Ziels weg und vereitelt so dessen Gebrauch, wenn es Kampf ist. Mehr Schaden gegen Ziele, die ein Item, was ich trage. Ja gut, können wir mal Kratzer rausnehmen. Dann passt das schon. Schwupp. Kratzer vergessen, Abschlag erlernt. Toxler reicht Level 20, noch 10 Level. Und entwickelt sich ein Kamehubs. Versucht Kopfnuss zu erlernen. Ja. Machen wir Tackle weg. Jo. Und dann schwupp. Kamehubs hat Tackle vergessen und dann Kopflos. Sehr schön. Kate wurde besiegt. Yes! Obwohl ich der stärkste Pokémon-Trainer hier sein sollte, hast du mich am Ende weggespült. Du gewinnst 3840 Poké-Dollar. Ja. Das darf doch nicht. Na schön, ich erkenne deinen Sieg an. Du und dein Team. Ihr habt die Energie, die man braucht, um sich in der Arena-Challenge zu behaupten. Ihr habt den Kampfgeist, der notwendig ist, um den Champ herauszufordern. Dankeschön für das Lob. Diesen Arena-Orden hier habt ihr euch redlich verdient.
So, schick. Okay, wieder awkward Hände schütteln. Awkward langes Hände schütteln. Du kannst alle Pokémon bis einschließlich Level 30 fangen. Sieht so aus, als wäre euer nächster Gegner. Ah, der Feuerarena-Leiter. Kamerabs, wir müssen trainieren, glaube ich. Und unser Waggon genauso. So stark wie ihr jetzt seid, wird er sicher gegen euch kämpfen wollen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Kate Paul. Als Anerkennung deiner Leistung überreiche ich dir diese TM. Bitteschön. Whirlpool. Ah, kann man vielleicht brauchen. Das Tier wird für 4 bis 5 Runden in eine Wasserhose gefangen. Eine Nachbildung von Kates Uniform bekommst du auch noch als Geschenk obendrauf. Wasseruniform erhalten. Genau die gleiche Größe? Wahrscheinlich nicht. Nun hast du ihn also, den Wasserorden. Ich bin gespannt, wie weit du deine Pokémon es noch schaffen werden. Okay, cool. Tja, Balduin, siehst du, wir haben es geschafft. Wo ist eigentlich unser Fan? Da. Ich bin so froh, dass ich dein Fan geworden bin. Oh. Schauen wir mal, ob Essen 60 auch noch entwickelt. Das wäre ein bisschen nice. Na, Olivia. President Rose erwartet dich bereits. Du triffst im Restaurant Wellenflucht hier in Kilton. Hier hast du seine Liga-Karte mit seinem Foto, nur falls du vergessen hast, wie er aussieht. Dankeschön. Der Liga-Präsident mag es nicht, wenn man ihn warten lässt. Bitte begib dich daher unverzüglich zum Restaurant. Okay, machen wir. Vorher checken wir meine Liga-Karte ab. Übrigens habe ich meine auch noch ein bisschen aktualisiert. Ja, verschönert, wenn man die Standkarte, aber jetzt hier. Vor Brassberry in schönen Hodo. Schachbrettmuster und neuer Pose. Sehr gut, wir sind 2-Sterne-Trainer. So, bei den anderen, gut, Arena-Leiter, ne? Die haben ihr eigenes Symbol da oben. Top. Hopp hat das Liga-Symbol. Rose hat das Liga-Symbol mit dem Trainer-Männchen. So. Ein herausragender Trainer, der in der Vergangenheit den Champ Cup auf dem 2. Platz abgeschlossen hat. Als Liga-Präsident sowie Geschäftsführer eines Industriekonglomerats setzt er sich unermüdlich für die Entwicklung und den Wohlstand von Galar ein. Seine Neigung zu Gedankensprüngen erschwert die Suche nach dem roten Faden in dem, was er sagt. Es heißt, seine Assistentin sei als einzige imstande, seinen Aussagen zu folgen. Hinweis, dieser Text wurde von seiner Assistentin verfasst, Rose. Sehr gut. Nee, Ross heißt ja nicht, sondern. Er heißt Ross. So, dann gehen wir mal zum Restaurant. Ich vergesse es jedes Mal, dass wir radeln können. So. Dann haben wir doch ein E-Bike-Settle. Letzter? Ne, vorletzter Folge. So, Rainer mit uns. Oh, schick schaut's hier aus. Sehr wohl. Ich glaube, neues Pokémon, ne? Willkommen im Restaurant Wellenflucht. Ich koche, ich hätte gern doppelten. President Rose kommt ab und zu inkognito hierher, aber trotzdem wissen alle Bescheid. Ah, Paul, komm, lass uns seinen Sieg gebühren feiern. Ach was, ich hatte also auch eingeladen? Oh, ihr kennt euch? Na wunderbar, aber setzen wir es auch erstmal. Cooler Ausblick aufs Stadion, by the way. Kilton ist berühmt für seine delikaten Meeresfrüchte. Daher lege ich euch ans Herz, eine der lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Aber ganz unter uns, in diesem Restaurant schmeckt eigentlich alles ganz vorzüglich. Wie geht es übrigens Professor Magnolica? Ich hoffe doch bestens. Ich habe ihrer Forschung viel zu verdanken. Wie ihr wisst, stammt die Technologie hinter dem Dynamax-Binder, mit deren Hilfe man Pokémon riesengroß machen kann, von meiner Firma. Aber ohne Professor Magnolikas Forschung über die Wunschsterne wäre das nie möglich gewesen. Ich weiß nur, dass ihr das Dynamax-Phänomen immer noch Kopfzerbrechen bereitet. Ihr seid offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Sie denkt immer noch an ihre Forschung. Als ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, hat sie mir sogar einen Energiequellendetektor in die Hand gedrückt. So versessen ist sie. Ein Energiequellendetektor? Das sind diese Geräte, mit denen erst mal es möglich wurde, Energiequellen auszuspüren. Mit anderen Worten also Orte, an denen dank eines erhöhten Aufkommens von Galar-Partikeln Pokémon Dynamax maximiert werden können. Weil das Professor Magnolica so frustriert ist, teile ich gar nicht gern. Ich würde alles tun, um ihr zu helfen. Sanya, du sollst dir unbedingt einmal die Schatzkammer von Claw City ansehen. Ich
bin davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Geheimnis des Dynamax-Phänomens der Geschichte dieser Region begraben liegt. Ich werde dafür sorgen, dass Fräulein Sarnia Einlass gewährt wird. Aber und verzeihen Sie mein Drängen, Rose, aber Ihr nächster Termin wartet. Schon? Ich hatte doch noch gar keine Chance, mit Paul zu sprechen. Na gut, so bedauerlich es auch ist, es lässt sich wohl nicht ändern. Es war mir ein Vergnügen. Na, tschüss, ihr zwei, ne? Ich weiß ja, dass er es gut mit mir meint, aber diese Schatzkammer klingt nach viel Arbeit. Naja, wenigstens sollte ich dort ein paar neue Anhaltspunkte für meine Forschung über die Legende finden. Ich habe gehört, dass du den Wasserorden erkämpft hast. Herzlichen Glückwunsch. Kate zu besiegen ist kein Kinderspiel. Oh, doch. Niemals Belohnung, diese TM. Heimzahlung! Jetzt hast du heim, du Schuft. Du verstaust das Item in der TM-Tasche. Anwendung Drache für einen besiegten Mitstreiter. Wurde in der Folge dein Mitstreiter besiegt, steigt die Stärke. Kelly sind gut befreundet. Vielleicht sollte ich mal bei ihr vorbeischauen und sie trösten. Bis die Tage, Area Changer. Okay. Cool. Die ganzen Fische hier. Ich bin zwar kein Fischfan. Oh, aber ich habe gerade was gesehen. Kann ich dir nochmal erklären. Du hast den Pflanzenorden und den Wasserorden, stimmt? Als nächstes müssen wir Kabu besiegen, den Arena-Leiter von Engine City. Aber ich habe brandheiße Insider-Infos über Arena der Kabu für dich. Er legt nämlich gerade in Galarmine 2 ein Sondertraining ein. Wenn Kabu nicht in seinem Stadion ist, zieht uns fürs Erste nichts nach Engine City. Warum schauen wir nicht mal in der Galarmine 2 vorbei? Sondertraining ist genau mein Ding. Wenn wir schon auch nötig haben. Also mal schauen will, was ich nämlich die Tage auch mitbekommen habe. Das Bild hier links mit dem Krabi ist eine Anspielung, glaube ich, an... Oh, ich habe sie leider nie gespielt. Wie heißen sie? Pokémon Mystery Dungeon, genau. Genau, kann man jetzt irgendwie Koch reden? Nee. Und die labern jetzt auch bloß, oder? Okay, man kann jetzt hier die Aussicht noch genießen. Gibt es hier noch irgendwie... Ghoul? Ah, ist ein Wingal. Cool. Cool, cool. Kann man auf den Balkon kommen, aber nicht, oder? Nee, schade. Na gut. Die Folge auch wieder erfolgreich überstanden. So, die Galarmine 2. Soll Timiella jetzt hier weg sein? Genau. Karte öffnen. Wir mal gucken. Ja, Route 5. Ne? Galarmine 2 geht das nächste Mal. Dann sind wir schon am Engine-Ortsrand. Ist mal im Kreis gelaufen hier. Sehr schön. Und dann denke ich mal, dass es wirklich von hier aus. Ist ja eigentlich Engine Flussufer. Ach, da ist gerade Schlechtwetter. Okay. Brückental. Wachturmruine. Muss mal gucken. Milzersee. Okay. Okay, hier gibt es ja ewig viele Rätsel und so. 3. Zum Milzersee können wir sogar fliegen. Milotixsee. Das ist Giganten. Milotixsee. Ah, man kann die ganzen Sachen hier auch noch befliegen. Oder zumindest eine schwere, bestimmte Stelle. Sehr cool. Cool, cool, cool. Wissen wir das auch? Nice. Ah, gut. Ich würde sagen, das nächste Mal geht es dann weiter in der Galarmine 2. Mal schauen, was uns da erwartet. Das Team werde ich noch ein bisschen umstellen. Dass dann auch unsere Leute, die gegen Feuer-Pokémon gut ankommen, ein bisschen Training bekommen. Weil wir sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, lieber Leute und Pokémon-Trainer. Bis dahin, Servus und Fürti. Und ja, Kupfer, wir sehen uns. Tschüssi.